bin ein Student in Chile. Mit vielen Aufwand bin ich in die Staatsuniversität eingetreten. Weil hier die Studiengebühren so hoch sind und meine Familie sie nicht bezahlen kann, musste ich einen Kredit erwerben. Nach 4 Jahren bin ich mehr als 22.350 Euro schuldig. Der Mindestlohn dieses Landes ist etwa 270 Euro pro Monat. In Chile unterstützt der Staat nur 10% des Haushaltes der Staatsuniversität. Der Rest bezahlen die Familien und die Studenten selber. Wenn der Staat das Studium jeder chilenische Student finanzieren würde, würde er viel weniger investieren als das, was er schon investiert hat, durch die mehr als 20 Millionen Krediten, die die Studenten bekommen haben. Ich und Millionen von anderen Studenten werden während den nächsten 20 Jahren schuldig sein. Chile ist das Land mit dem höchsten Privatisierungsniveau der Hochschulbildung in der Welt. Bildung ist ein Recht aller Menschen. Die chilenischen Studenten müssen ihre Bildung nicht bezahlen. Dafür kämpfen wir heute.